Unter ganz auf Bach raus. Ja, habe ich schon gesehen. Oh, du musst jetzt ich bloß grob zusammen machen. Pass auf, jetzt musst du in die Knie gehen. Und wenn du jetzt so reinschaust, siehst du, geh mal, siehst du den Spiegel? Ja. Das ist wie ein normaler Spiegel. Ja. Okay, aber der Witz ist, pass auf, machen wir das hier. Pass auf, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, das ist ja normal. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt stell dir vor, schau mal drüber, ich wäre jetzt dein Spiegelbild. Mhm. Und jetzt machen wir, wenn du morgens so durch die Haare stellst, ich bin dein Spiegelbild, fahr doch mal mit der Hand durch die Haare. Mach nochmal, der kann ich, mach eine Hand. Ja. Jetzt schau da rein. Mhm. Was jetzt passiert, wenn du da reinschaust, jetzt machst du mal nochmal. Probierst du da oben. Ich sag, jeder, der das macht, der schaut rein und hält inne. Ja. Was dann viele sagen, hey, das ist ja verkehrt. Ja, ich sag, nein, das ist richtig. Ist hier, das ist schau richtig. Her, das ist richtig, das ist verkehrt. Das ist aber für dich normal. Ja. Ja. Das ist für dich normal und du sagst, das ist verkehrt. Das ist schon mal ungewohnt. Wie das jetzt funktioniert, ist immer, ich sag mal, wenn was spiegelverkehrt ist. Mhm. Das nennen wir Minus. Mhm. Wenn was nicht spiegelverkehrt dargestellt wird, nennen wir es Plus. Minus, immer eine Spiegelung an der Spiegelung macht Minus und Minus, Minus ist wieder Plus. Das ist bei 2. Jetzt wollen wir den dritten dazu machen. Das These, Antithese, das sind 2 Minus. Kommt jetzt die eigentliche Synthese dazu. Das ist das hier, das ist jetzt eine Kante. Mhm. Wenn du da jetzt reinschaust, das kann ich so rum machen, da wirst du feststellen, du siehst wieder bloß dich. Das ist natürlich jetzt blöd mit dem ganzen Zeug. Das ist jetzt sehr, oder das hier, das funktioniert. Moment, du hast falsch. Ja, das ist dann voll und falsch. Ja, wenn du jetzt wieder, das ist natürlich, lass dich nicht verwirren, wenn du das baust, dass du die Kanten nicht siehst mit Oberflächenspiegel, will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil da ist ja die Spiegelschicht hinten drauf und das bricht. Es gibt aber Oberflächenspiegel, die sind sehr teuer und empfindlich, da ist die Spiegelschicht, die Glasschicht, die da drauf ist, ist ja nur Schutz und die siehst du immer irgendwo. Und bei Laserspiegeln ist dieses Ding vorne drauf und dann bricht sich das nicht und dann kannst du machen, dass du die Kante überhaupt nicht, die mit Oberflächenspiegel, wenn die perfekt gemacht sind, siehst du keine Kante und dann fällt dir das gar nicht auf, dass das tief ist. Das sind die zwei. Immer dann kriegst du, dann siehst du dich stehen und das ist total weg. Und wenn du da jetzt reinschaust, du hast jetzt, Moment, du bist jetzt, wenn du schaust, vergiss einmal die drumherum, siehst du dich, wenn jetzt die Kanten weg wären und es wäre der genaue Winkel, siehst du dich auf dem Kopf stehen und mach die Hand hoch, spiegelverkehrt. Genau. Okay? Ja. Weil das, du musst jetzt auf den Kopf drehen, drum ist das zwar die rechte Hand, aber wenn du dich jetzt auf den Kopf stellst, ist ja dieselbe. Ja. Kannst du dir vorstellen, ich drehe dich jetzt, weil du auf dem Kopf stehst, hast du zwar rechts, links austauscht, aber wir müssen das drehen und dadurch nicht. Und jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, und das kann ich jetzt schwer zeigen, dass du die Einzelspiegel anschaust. Wenn du hier hingehst, du kannst jetzt das mittlere, das Synthesebild anschauen und kannst du, wenn jeden Spiegel siehst du dich nochmal drumherum. Ja, das heißt, du bist jetzt dreimal spiegelverkehrt und in der Synthese auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Was passiert jetzt? Wir wissen, wenn man Spiegel spiegelt, wird spiegelverkehrt wieder richtig. Ein Kannenspiegel, du bist jetzt auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Und wenn ich jetzt nochmal einen Spiegel drauf mache, das ist die rote 4, der dreht das auf dem Kopf stehende wieder richtig und das Spiegelverkehrte auch richtig. Du bist der Vierte, die rote 4. Das kann man jetzt arithmetisch zeichnen. Jetzt, wenn du natürlich wieder deine Bibel stehst, du hast dann in der Johannes-Offenbarung vor dir. Hä? Soll ich noch ein paar Spiegel nehmen? Ich kann einen Würfel vor dir ist ein gläsernes Ding. Ist alles da. Das ist in der Johannes-Offenbarung. Jetzt wird es nämlich interessant, wenn ich jetzt die zwei Spiegel nehme hintereinander, dann kommt ja hier, wenn man das jetzt, wenn der zwei Spiegel so gegenüberstellt. Den nochmal machen, Udo. Unendlich. Ja. Das ist ja klar. Aber jedes Ding ist spiegelverkehrt. Machen wir zwei einzelne. So. Und gehen auch ein bisschen. Ja, Licht Moment, gib mal einen Ohm her. Nehmen wir mal den mal so. So, das festhalten. Das Ding da, das, nein, das nicht. Das Finger weg, dass es lesen kann. Mhm.
Beton nimmt, geht das nicht bloß. Ja, genau, genau. Okay, genau, so. Das ist es. Okay, hast du? Ja. Jetzt pass auf, jetzt wenn ich den nehme, jetzt musst du den selber ein bisschen mit der anderen Hand. Wenn du jetzt da drüber schaust, das ist nicht, ich sehe jetzt deine Augen nicht, dann siehst du, schau auf die Schrift. Ja. Ja. Hast du es? Das ist unendlich, aber schau auf die Schrift. Ja, kannst du es lesen? Ist jede dieser Facetten ist spiegelverkehrt. Ja, ja. Siehst du, und das biegt sich jetzt. Ja. Wenn man jetzt den Winkel, wenn das ganz parallel ist, dann ist es unendlich. Wenn ich jetzt das so mache, biegt sich, je nachdem, biegt sich das in die Richtung. Mhm. Wenn man den Winkel jetzt nehmen und ich tue den Winkel verfolgen, bis das zusammenfällt, was du feststellst, du kommst an den Punkt, der genau der Mittelpunkt ist von dem Kreis, der hier dargestellt wird. Kennst du das? Ja. Nehmen wir mal, Andrea. Ja. Robert, lass mich hinter dich. Ja. Am besten, du nimmst das in die Hand. Nimm das in die Hand. Das nimmst du in die Hand. Ja. Mit der Milchdose. Mhm. Und jetzt, wenn du über die Kante schaust, hast du den Spiegel drin. Das kannst du dann gut einstellen. Ja. Und jetzt siehst du, dass jede dieser Dinge spiegelverkehrt ist. Richtig. Okay, und wenn du jetzt das drehst, das musst du jetzt von dir aus machen, siehst du, dass ich dir, je nachdem, wie du einen Winkel hast, bräuchte sich das. Genau. Und den Winkel, wenn du das machst, geht doch das so. Ja, ja. Wenn wir das verlängern, wirst du machen, je nachdem, wie das ist, ist der Mittelpunkt von dem Kreis. Kreis. Das heißt, wir sind schon in der Welt der Peripherie. Wenn wir das jetzt mit einem Eckspiegel machen, dass du feststellen, dass die. Oh, Lothar. Was? Oh, Shelby. Jetzt geht es natürlich schon los, weil es schwieriger wird zum Darstellen. Wenn jetzt das Ding baut auch einen Spiegeltunnel auf. Ja. Wenn jetzt das ideal wäre. Ist es ja wie ein normaler Spiegel, bloß dass du mit Spiegel verkehrt bist. Dass hier was Eigenartiges, wenn wir das jetzt machen, soweit man das hier sieht, ist es dann das Lothar. Oder? Rudi, setz dich mal, das hängen wir mal. Das ist schwierig. Sorry. Ja, das ist natürlich jetzt blöd mit der Milchdose. Lass du Folgendes feststellen. Soweit, wenn du drüber schaust, soweit du das realisieren kannst. Ja. Ah ja. Lass du feststellen, wir wissen die erste richtig, ist einmal spiegelverkehrt. Ja. Aber richtig. Jetzt ist der nächste, der kommt, ist wieder spiegelverkehrt. Der ist nicht spiegelverkehrt, der ist spiegelverkehrt. Das heißt, ich habe jetzt plus, minus. Ja. Du hattest auf dem Baum geschrieben, vor dir ist ein gläsernes Meer. Plus, minus. Das ist, erscheint eine Vorstellung vor dir, die in dir drin ist, weil du ein Visionärbewusstsein bist. Du teilst dich selber. Wenn du jetzt hier Katzchen, wenn ich immer sage, sind lauter Katzchen da. Boah, sind das viele Katzchen. Wie sieht es jetzt aus, wenn du die Katze, wenn du der Geist bist, der sich selber vervielfältigt? Und jetzt gehen wir eine Dimension höher und da sehe ich, da ist nur einer. Und wenn ich jetzt da zwei Katzen habe, das, was der sieht, ist die Visionen von ihm selber, die von uns sind, alle in ihm drin sind. Was da außen ist. Das könnte man noch viel genauer machen. Okay, wenn wir jetzt die drei machen, kann ich ja auch, habe ich ja auch das. Und dann passiert was ganz was Irres. Wenn du die einzeln siehst, du hast dich jetzt erst auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Wenn man jetzt das aufbaut, du kannst jetzt in die einzelnen Spiegel sehen, da bist du natürlich nur gespiegelt. Ja. Und wenn ich jetzt das drehe, dann wirst du feststellen, du bleibst absolut statisch, auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt und die drei gespiegelten Köpfe um sich herum drehen sich wie Zahnräder um dich herum. Wie in einem Kaleidoskop. Ich habe euch noch einmal geschickt hier, ich bin bloß ein Zahnradl, das sich um sich selber dreht. Wie in einem Kaleidoskop. Kannst du dich erinnern an das Lied? Nee, aber... Ja, nee. Wie in einem Kaleidoskop, ich bin nur ein Zahnradl, das sich selber dreht. Und da kommt dann auch übrigens das Wort Ecke. Ich stecke in eine Ecke.